Dann möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar das hier, das ist auch im gleichen Ordner. Aber so kann man den mal in Ruhe angucken. Schön. Hallo meine lieben Freunde des guten Gameplays, ich bin's, euer Alex Bodes von DGZ, aka Durchgezockt. Und wunderbar, dass du hier eingeschaltet hast zu einem weiteren Video von mir. Und heute gucken wir uns mal ein bisschen im Development Kit, also Dev Kit von Ark Survival um. Und dort sind mir folgende Sachen aufgefallen unter dem Stichwort. Oh, da bin ich noch gar nicht. Jetzt lasse ich mich sofort ablenken, typisch. Unter dem Stichwort, ich zoome da mal ran. Boah, Mother Arena, Dragon Boss Arena und Gorilla Arena. Und dort habe ich, oh, keine Ahnung, was das ist. Ich kenne mich damit noch nicht so gut aus. Aber dort habe ich dann mal die wichtigsten Teilchen rausgenommen, wie man hier sehen kann. Und dann gucken wir uns doch mal ein bisschen an, was uns dort erwartet. Ich mach mal hier Großansicht und dann gucken wir, wow, ist das groß. Ein riesengroßes Türchen im ja, asiatischen Stil. Hier ein Fundament, was eigentlich auf dem Boden liegen sollte, aber hier aus anschaulichen Gründen habe ich das mal aufrecht hingestellt mit einem, ja, ich will mal sagen, der guckt nicht glücklich, ne? Schmerzverzerrtes Gesicht eines Gorillas mit verschiedenen Wandelementen hier. Also da gibt es eine Menge an Flaggen. Und wenn man hier Architektur, nee, unter, bin ich richtig hier? Ich muss mal eben kurz gucken. Statuen, die haben wir drin. Die haben wir ja auch schon im Trailer gesehen. Vom Xbox-Trailer. Hier diese Statuen. Ich blende das mal ein im Hintergrund. Also mehr von hinten kam er da angeschlichen. Und dann kommt man hier rum. Ah, sorry, dass es so hakt. Das ist ja jetzt hier nur ein Entwicklungsspielchen. Also es läuft nicht gerade flüssig. Aber es geht, um was zu demonstrieren, um was zu zeigen. Und das ist die andere Statue. Die mächtige Mann guckt der grimmig. Der guckt grimmig. Und hier hinten sind die Wandornamente, die Fassaden, die huldigen irgendwas. Irgendwelche Priester kommen da mal vorbei. Ich gehe mal hier rüber. Ja. Aber da gibt es verschiedene Elemente. Das soll eine Laterne sein. Ich schätze mal, das ist eine riesengroße Glocke. Und verschiedene Elemente kommen da rein. Gehen wir nochmal wieder in die andere Ansicht. Also die Statuen haben wir. Den Ark. Den Bogen. Den haben wir auch hier. Und was gibt es da noch zu entdecken? Details. Okay. Brücken. Die habe ich jetzt hier nicht. Kann ich ja mal reinpacken. Das dauert jetzt mal eben kurz. Das ist jetzt mal nicht eben kurz. Das belastet ganz schön mein System. Trotz meiner 32 GB und ordentlichen Prozessor. Ich glaube, ich muss mir einen neuen PC kaufen. Das geht nicht so weiter. Dann mache ich mal eben kurz einen Cut, bis es da ist. Schwupp ist es da, aber ich glaube, das funktioniert noch nicht so richtig. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier... Ah, ich weiß, was passiert ist. Ich habe die Brücke und die Brücke, die ist voller Schnee. Wahrscheinlich eine Brücke, wie man dorthin gelangt. Und das reflektiert ja natürlich ein bisschen. Ja, ja, klar, wenn die Brücke voller Schnee ist... Man guckt oben drauf, dann sieht man nichts. Ich pack die mal woanders in die Brücke. Du störst eigentlich jetzt mehr. Aber das ist schon eine riesen... Ja, Brücke. Natürlich sei gesagt, ne, es gibt hier verschiedene... der Schnee blendet hier auch. Es gibt hier verschiedene Größen. Ob das die finalen Größen sind, weiß ich nicht. Ich hau da mal aus Spaß, hau ich jetzt mal da den großen Gorilla rein. Aus Spaß, ne? Den können wir da mal reinpacken. Ich hoffe, ich erwische jetzt den richtigen. Gucken, ob wir einen animierten nehmen können hier. Nehmen wir mal einen bösen. Ist aber nicht der richtige, oder? Hey, ich dachte, ich hätte... Ah. Packen wir den mal dahin und gucken wir uns den mal an.
Oh, schön, schön. Ach, mit diesem Programm werde ich viel Spaß haben, würde ich mal sagen. Also, ja, die Statue scheint ja wohl der Größe entsprechend groß zu sein. Genauso groß, wie einer am Ende ist. Habe ich vielleicht einen, der sitzt, den wir daneben packen könnten? Nee, leider nicht, leider nicht. Schade, 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 schade. Aber da bin ich mal gespannt, wie die Arena am Ende aussehen wird. Also, oh, wusste gar nicht, dass er ein Glasauge hat. Aber so kann man den mal in Ruhe angucken. Schön. Schön. Dann möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar das hier, das ist auch im gleichen Ordner. Das ist wohl der erste Entwurf für einen Tempel, wo wahrscheinlich dann die Gorilla-Arena drin sein wird. Inwieweit das umgesetzt wird, kann ich ja natürlich nicht sagen. Aber das sollte wohl auffallen und das sollte dann auch wohl jeder finden auf der Karte. Ist ja nicht so, als könnte man sowas Großes übersehen. Mal schauen, wie sie es genau umsetzen. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Sneak Preview oder ersten Eindrücken von dieser ja, Gorilla Arena oder die Elemente der Gorilla Arena gefallen. Wenn dem so ist, natürlich liken, kommentieren, abonnieren etc. pp. Und ich verabschiede mich. Ich bin der Alex Botis von DGZ. Ich bin immer für euch da. Und schaut mal wieder ein, wenn es heißt Durchgezockt. Socken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.